Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liria, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat Oktober auf ihn zu und diese Legung ist für dein Herzensmann. Die ersten Karten haben immer eine große Bedeutung. Oft beschreibt sogar die Monatsthemen und hier erscheinen die Mäuse. Die Mäuse haben mehrere Bedeutungen. Manchmal heißt kleinen Sorgen oder wenn man jemand zu viel grübelt, eine gewisse Nervosität. Aber die Mäuse bedeuten auch das etwas Entfernen. Und diesmal ist es gut, weil dieser Fuchs, wo hier lauscht, zeigt die Falschheit. Und diese Falschheit wird durch die Mäuse entfernt. Im Kartenlegen nennt man das so, die Mäuse fressen das weg und dann ist es nicht mehr da. Diese Falschheit in sein Leben, in seine Umgebung oder falsche Kontakte, falsche Entscheidungen und Sorgen wird endlich entfernt. Nicht nur die Mäuse entfernen die Falschheit, sondern auch diese Sense, das trennt diese Fall, das kann auch falsche Gedanken sein, aber hier wird jetzt gerade aufgeräumt. Dadurch klärt sich etwas auf, bereinigt sich das alles, weil die Lilien hat diese Bedeutung auch, eine reinigende Wirkung. Und dieser Fluss symbolisiert das Fluss des Lebens. Endlich kommt etwas in eine fließende Bewegung. Das hat mit dir auch etwas zu tun, weil du stehst mit diesem Reinigungsprozess, mit dieser Thematik in Verbindung. Ihr beide kommt mehr zum Leichtigkeit und das trifft nicht nur die Liebe, sondern auch die Reisen oder dein Zuhause oder die Immobilien. Wobei das ist seinen Karten, aber das entspricht hier seinen Gedanken. Alle Karten hier oben beschreibt seinen Gedanken. Worüber macht er Gedanken? Du kannst sicher sein, weil dieser Schlüssel symbolisiert Sicherheit, dass du mit diesem Mann, deiner Liebe, in eine karmische Verbindung bist. Dieser Kreuz symbolisiert die Schicksalswege. Euren Schicksalswege haben sich gekreuzt, also habt ihr eine schicksalhafte Verbindung, eine karmische Liebe. Nicht nur dieses Kreuz bestätigt es, sondern auch die Sternenhimmel. Es ist im Sternen geschrieben. Es ist kein Zufall. Dieses Schiff ist auch ein Symbol, weil das bedeutet oft auch eine Seelenreise. Mit anderen Worten, ihr kennt euch von früheren Leben, habt ihr diese Seelenreise. Im Sternenhimmel ist es geschrieben und es ist schicksalhaft und eine tiefe Liebe zwischen euch beiden. Und er ist sicher, dass du diese Frau bist. Und diese Liebe begrüßt dich, das bewegt sich in dein Zuhause. Das heißt, du wirst diesen Mann empfangen. Er macht auch diese Reise, weil er plant das auch. Es ist nicht nur die Seelenreise, sondern er besucht dich und das plant er, das hat er vor. Und da verändert sich etwas. Diese Karte zeigt Veränderungen, eine glückliche Wende.
da kannst du sicher sein und es kommt wie eine Überraschung. Und das ist sein Plan, das sind seine Gedanken. Dieser Schlüssel zwischen euch beide zeigt auch eine gewisse diplomatische Haltung. Manchmal die Verschlossenheit, mit einem Schlüssel kann man etwas schließen, anderes Mal die Offenheit, mit einem Schlüssel kann man etwas auch öffnen. Wo er Probleme hat, das ist die berufliche Situation. Hier ist auch dieser Berg mit Problemen und er muss das auch lösen und er muss die Schlüssel selbst in Hand nehmen, beruflich etwas verändern. Dieser Bär zeigt seine Kraft. Mit diesem Zusammenhang und auch mit diesen Steinen im Weg heißt, er hat Hindernisse. Manchmal fühlt er sich kraftlos. Dieser Baum hat mehrere Bedeutungen. Erstens die Herbstmonate, dass er im Herbst die Ehe beendet und hat berufliche Themen, aber das ist noch nicht geklärt. Ein Baum bedeutet auch ein Neuanfang, ein langsames Wachstum, was Früchte trägt. Also er braucht auch Geduld, trifft seine berufliche Situation. Baum symbolisiert auch Gesundheit und dieses Thema kann auch ein Hindernis sein durch diesen Coronavirus, dass er beruflich diese Einschränkungen hat und da sind diese Steine momentan im Weg. Aber er hat schöne Pläne und hier ändert sich etwas und diese Belastung, falsche Gedanken, falsche Kontakte, Verbindungen, das geht jetzt zum Ende und er hat diese optimistische Haltung. Seine Ehe geht zum Ende, zeigt hier dieser Sarg, endgültig Ende. Was er klären muss, das sind die Finanzen. Die Bücher hier bedeuten auch Geheimnisse, dass das nicht alles offengelegt wurde, oder die Buchhaltung. Hier ist auch ein Dokument, hat mit seinen Finanzen und mit seiner Ex-Frau zu tun. Sie hat jemand kennengelernt und verliebt, aber die Wolke zeigt, das ist alles noch in die Schwebe oder liegt alles im Verborgenen. Was die Ämter betrifft bei ihm, da tut etwas weh, weil vieles ist unklar. Er weiß gar nicht, wann er etwas bewegen kann, wann kann auf diese Reise eintreten. Es ist alles noch unsicher. Wegen der wirtschaftlichen Lage, wegen der politischen Lage. Dieser Turm zeigt die Einschränkungen und das tut ihm richtig weh, weil er möchte auf diesem Weg gehen. Diese Schlange bedeutet auch Veränderung, Wandlung, aber symbolisiert auch seine Ex-Frau und sie hat schon eine neue Verbindung und sie will die Finanzen regeln. Aber liegt noch viele Dinge in Verborgenen. Und jetzt die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Diese Falschheit, das kann falsche Kontakte sein, falsche Entscheidungen, falsche Gedanken oder Gefühle wie Angst. Er hat etwas falsch eingeschätzt. Diese Falschheit, egal in welche Richtung geht, das geht mit einem Schwung zum Ende. Es liegen noch viele Dinge bei ihm im Verborgenen. Mond zeigt die verborgenen Dinge, aber auch seine Sehnsüchte, seine Träume und seine Hoffnungen. Und das steht mit dir in Verbindung. Kann auch sein, dass du erscheinst in seinen Traumbildern. Ihr beide habt eine karmische Verbindung. Es ist alles im Sternen geschrieben und ihr werdet Glück haben. Durch Ängste oder durch diese politische Lage, durch diese Einschränkungen und Ämter,
tut etwas weh, weil ihr könnt diese Liebe momentan nicht offen leben, aber ihr habt eine schöne Zukunft. Hier blüht etwas auf. Zweite Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Es kommt etwas in fließender Bewegung, es klärt sich etwas auf, ihr kommt in Leichtigkeit, das hat mit eurer Liebe was zu tun, das hat mit dieser Reise und mit deinem Zuhause was zu tun. In seinen Augen stehst du im Mittelpunkt, er liebt dich, er ist ehrlich zu dir, er möchte dich besuchen und ist auf dem Weg zu dir. Aber er kann nicht einschätzen, wann. Weil das liegt nicht an ihm, sondern es liegt an diesen Einschränkungen. Diese Liebe zwischen euch beiden ist karmisch und das ist diese tiefe Liebe, diese Seelenreise. Und das Schiff bedeutet auch Hoffnung, aber auch ein Besuch. Er plant es. Und er möchte schon nach seinem Plan im zweiten Woche, Monat Oktober, schon kommen. Aber ist noch alles unklar, ob er etwas bewegen kann. Aber er hat die Möglichkeit, durch Umwege das zu tun. Weil die Schlange symbolisiert oft Umwegen. Dritte Woche, Monat Oktober, hier sind die Ereignisse. Er möchte dich überraschen. Und du kannst sicher sein, dass er auch selbstsicher ist und das plant er und das wird er auch tun. Er weiß, es sind noch Hindernisse da, aber er hat diese optimistische Haltung und er hat gute Freunde und er kann mit Neuigkeiten rechnen, dass eine Tür öffnet sich für euch und du bekommst diese Nachricht. Dieser Brief kann aber auch ein Dokument bedeuten. Beruflich hat er Hindernisse und er fühlt sich kraftlos, fühlt sich eingeschränkt, aber er hat schöne Pläne, schöne Gedanken. Seine Ehe geht zu Ende, die müssen nur noch die Finanzen regeln. Liebe Liria, so könnte ich Monat Oktober für ihn beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.